Liebe Netzgemeinde, liebes Publikum, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu dem, was hier passiert. Das ist eine absolute Feuertaufe für uns beide, glaube ich, für dich vielleicht noch ein bisschen mehr, also weniger als für mich. Ich freue mich enorm, was auf alles, was jetzt passiert heute oben. Das hier ist gern geschehen Kultur. Das ist ein Novum. Wir probieren etwas Neues. Wir probieren, das Beste zu machen aus dieser Situation, die sich in den letzten Wochen und vor allem in den letzten Tagen ergeben hat. Mein Name ist Daniel Faulhaber und mir ist bewusst, dass niemand von euch das Internet angemacht hat, hier oben zu mir reden zu hören. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, bevor wir anfangen mit dem Konzert, mit einem fantastischen Gast, wir haben hier oben Manuel Gagneux bei uns, vielen von euch wahrscheinlich bekannter als Erfinder, als Kopf von der Band Seal & Ardor, dass wir kurz erklären, was machen wir hier eigentlich, was geht hier eigentlich ab. Gern geschehen, Kultur, das hat eigentlich seinen Anbeginn genommen mit einem Post von dir, unter anderem mit einem Post von dir auf Instagram, wo du geschrieben hast, dass mit einem neuen Entscheid vom Bundesrat für dich ein Großteil von deiner Arbeit, die du geleistet hast in den letzten Monaten, einfach implodiert ist mit einem Fingerschnipp. Kannst du schnell beschreiben, was ist passiert? Was war die Situation für dich? Ich habe Schauspiel aus Zürich bei einer Produktion Musik gemacht für Frühlingserwachen. Die Regie hat Suna Gürler gemacht, Lucia Hauge geschrieben. Einmal ist halt der ganze Probeturnus und sämtliche Vorstellungen sind abgesagt worden, verständlicherweise und richtigerweise. Nur ist jetzt so, dass sehr viele Leute halt nicht so viel Glück haben wie ich. Das war ein staatlich subventioniertes Haus gewesen, und alle kriegen halt immer noch ihr Geld und sogar teils die Vorstellungen, die ausgefallen sind. Aber dort ist mir bewusst worden, dass ich auch Leute in meinem Freundeskreis habe, die das Glück nicht teilen, sondern die sind jetzt wirklich einfach ein bisschen in einer Existenzkrise. Mhm. Genau, kannst du das noch ein bisschen beschreiben? So? Also wir haben jetzt mehrere Posts auch gesehen, ich glaube, wir haben alle mehrere Posts gesehen, von vielen Leuten, aber spezifisch von KünstlerInnen, die jetzt wirklich in einer prekären Situation stecken. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie ist die Stimmung, wie ist die Situation spezifisch unter den Kunstschaffenden in Basel oder auch in deiner Community, die du hast hier weltweit? Es ist überraschend solidarisch. Man gönnt sich alles. Unter anderem gibt es jetzt die Kulturklinik. Das sind einfach Künstler, die sich selber helfen und untereinander egalitär das, was sie einnehmen, verteilen. Ja. Das kann ich sehr, sehr fest unterstützen. Genau, auf die Kulturklinik können wir gerade noch mal sprechen. Weil heute soll es konkret darum gehen, aus dieser Situation, die wir jetzt gerade gehört haben, das Beste zu machen für die Künstler. Es gibt noch einen zweiten Ausgangspunkt, der ein bisschen dazu beigetragen hat, dass das, was jetzt hier passiert, passiert. Und zwar ist das eine enorme Solidaritätswelle, die eingesetzt hat in dem Augenblick, wo bekannt worden ist, dass wegen dem Virus, das da aussen das Leben jetzt ein bisschen lahmlegt, dass wir alle zurück werden in unsere privaten Räume drängt. Und zwar haben wir bei Baschur eine Plattform gegründet, das ist glaube ich noch nicht einmal eine Woche her, die heisst Gern geschehen, Basel hilft. Dort geht es darum, dass sich Hilfsbietende mit Hilfssuchenden in dieser Situation vernetzen. Und die Plattform ist komplett explodiert. Innerhalb von Tag, eben, ich glaube, wir sind jetzt Tag 6, haben wir 11.500 ungefähr Mitglieder, die sich dort solidarisch zeigen, die sich vernetzen. Und gleichzeitig gibt es die Poster raus von KünstlerInnen, die darüber berichten, dass sie eben in einer prekären Situation stehen. Und wir haben dann überlegt, wie können wir die Solidaritätswelle auf der einen Seite mit diesen Posts oder mit dieser prekären Situation zusammenbringen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, diese Plattform ins Leben zu rufen und haben dich dann eigentlich ins Boot geholt. Kannst du kurz schildern, warum du dich entschieden hast, mitzumachen? Hast du überlegt? Und hast du das Gefühl, dass das, was jetzt hier passieren soll, dass das wirklich zielführend ist, dass es etwas nützen kann? Ganz ehrlich gesagt, passiert jetzt sehr viel Hastiges. Und es kann gut sein, dass ich jetzt einen Fehler mache. Aber ich habe jetzt in dem Moment ein sehr gutes Gefühl bei diesem Fehler und bin relativ zuversichtlich. Die Situation hat sich für mich persönlich ein bisschen geändert, seitdem alle im Einzelhandel, im Detailhandel und im Gastro eigentlich die ähnliche Situation haben wie wir Künstler. Darum finde ich es auch, ehrlich gesagt, jetzt schwierig, dass wir, die eine Öffentlichkeit genießen, quasi das ausspielen. Und ich fände es schön, auch berufsübergreifend Solidarität zu zeigen. Ja. Irgendwie. Ich erkläre noch schnell, wie wir uns das jetzt konkret auf dieser Plattform vorgestellt haben. Gern geschehen Kultur
das fängt heute oben an. Das ist aber ein Work in Progress, da ist wahnsinnig viel, wie du sagst, auch hastige, aber vor allem solidarische Hauruck-Arbeit, würde ich es jetzt mal nennen, reingesteckt worden. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt so schnell wie möglich anfangen mit dem. Wir möchten, dass Hilfe fließt, dass irgendwie die Hilfe möglich wird. Und die Plattform, die soll so schnell wie möglich dezentral funktionieren. Wir sind dran, irgendwie technische Vorrichtungen zu entwickeln, die wir können rausgeben können, damit ihr da außen in euren Bandroom, in eurem Probelokal, dass ihr die Technik könnt benutzen, dass ihr könnt an dieser Reichweite teilhaben und dass wir so schnell wie möglich zu einer dezentralen Plattform werden. Heute oben konkret ist es so gedacht, dass wir mal eine Gage veranschlagt haben, die eine normale Gig, es geht ja auch um die Wertschätzung, wirklich, die handfeste Wertschätzung von Manuel Gagneux wird kosten. Das sind 2'000 Franken. Das sind einerseits ist das seine Gage, das ist aber auch, und das ist wichtig, das Geld, das dein technischer Staff verdienen wird, Leute, ja, die hinter der Bühne helfen. Und ihr seht da unten, ich mache jetzt einfach mal so eine Bewegung, noch einmal einen weißen Balken, wo ihr live während der Stream läuft, seht, wie viel Geld gerade reinkommt. Und die Idee ist, dass wir Minimum 2'000 Franken erreichen heute. Ich glaube, es sieht jetzt schon gar nicht mal so schlecht aus. Alles, was über den Betrag reinkommt, respektive eigentlich alles, und da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, gut, aber nicht an Manu. Warum? Weil ich das nicht will. Mir geht es eigentlich finanziell nicht schlecht. Und ich finde das jetzt auch nicht der richtige Moment für mich, jetzt so Geld zu schaffen. Ja. Also der Manu hat gesagt, er würde gar nicht verzichten. Wir haben uns dann darum gekümmert, wo können wir, oder gibt es eine andere Plattform, gibt es eine Möglichkeit, dass wir das Geld heute zum Auftakt eben einem guten Projekt zuholen? Und wir haben uns entschieden für die Kulturklinik. Kannst du schnell erklären, was Kulturklinik ist? Ja, das ist ein Verein, wo man kann spenden kann. Und es gibt zwei Möglichkeiten, da teilzuhaben. Man kann als Künstler beitreten und sagen, ich will, dass ich meine Sachen auf einer Plattform kann verkaufen und das Geld kommt dann zu mir. Oder aber man entscheidet sich, Sachen zu geben. Wir als Band geben zum Beispiel unsere Rest an Merch, der Kulturklinik, und die können das verkaufen und das kommt alles in den Pott. Was in der Pott kommt, wird in einem bestimmten Intervall an alle Mitglieder gleich verteilt. Ja. Okay, ein demokratisches Projekt. Wir sehen jetzt gerade aus dem Off zugespielt, dass schon über die Hälfte von dieser minimum erreichbaren Zahl von 2'000 Franken will erreicht werden. Wir sind jetzt bei 1'107 Franken, Tendenz steigend. Es ist wahnsinnig toll. Ich hoffe so fest, dass das klappt, dass es gerade abgeht. Für uns ist es, wie gesagt, auch ein Experiment, aber offensichtlich funktioniert es bis jetzt. Lass uns Däume drücken, dass das Internet hat und alles funktioniert. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach mit dem Konzert anfangen. Okay. Genau, noch eine Sache. Die Kulturklinik ist ein dezentrales Netzwerk. Das kommt einer guten Sache zu gut. Wir sorgen dafür, dass jeder Franken dort angeht und alles Weitere wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Ich glaube, wir haben jetzt genug geredet, jetzt geht es einfach los. Wir fangen jetzt einfach an. Ich wünsche viel Spaß beim Konzert. Danke. Voll. Rollst du weg, oder wie? Ja, ich glaube, irgendjemand fährt aus dem Bild. Hey! Halli, hallo. Ich bin ein bisschen länger in Zürich und habe viele Zürcher kennengelernt. Und ich glaube, ich habe wie eine Skizze, ein Archetyp können schaffen. Das Lied heisst Traurig Nice. Die Leute dort haben so wenig, aber ihre Lebensart ist so geil, das kennen wir hier nicht. Ich glaube, du musst dort einfach hingehen, ja. Ich bin vegan, hab einen offenes WLAN, Reportagen abonniert, aber nimmer kann all den Scheiß lesen, nimmer kann all den Scheiß lesen. Ich krieg mein Avocado Toast nicht abend ohne Tagesschau. Schon noch traurig, aber was willst du gegen machen? Gell, 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 mega traurig, ist mega traurig, so geil, aber geil, es hat noch etwas. Mega traurig, 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 voll nice. Das letzte Jahr in Thailand, ich hab einen Hund gesehen. Ja, CO2 ist schon schlimm, aber ich finde, man sollte mal leben. Ich krieg mein Avocado Toast nicht abend ohne Tagesschau. Schon noch traurig, aber was willst du gegen machen? Gell, 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 mega traurig, schon traurig, ja. So geil, geil, mega traurig, traurig, ja, schade. Voll nice, die Kinder, mega traurig, traurig, die Hund, so geil, geil, wie sie dort leben. Mega traurig, geil, voll nice, ich tue recyceln. Karton, geil, geil, ich kaufe Bio, traurig,
DJ so Kumbia Minimal. Geil! Und wenn ich dort in Zürich gesehen bin, habe ich auch die Poplandschaft ein bisschen kennengelernt und mich über Baccarat amüsiert. Und habe gedacht, vielleicht ist es nicht so schwierig, die Poplieder zu emulieren. Und dann musste ich wirklich auch lernen, dass, nein, es ist nicht schwierig. Man nimmt ein Thema, ein bisschen Reggae und in der dritten Strophe sagt man etwas anderes als in der anderen. Und das klingt etwa so. Ja, man, man erkennt deine dürre Uhr da. Und wieso kommst du immer im Benz? Könntest du auch mal zu Fuß kommen? Hat ich Köhle wie du, wär ich immer noch cool. Auch wenn du es mir nicht glauben willst. Und ich war immer noch bei dir, hat einfach ein Haus und mehr. Es geht nicht drauf, war, was du hast. Oh, du riechst es ein Haar, oh, du riechst es ein Haar. Zähle mir nur meine Meinung. Zähle nur meine Meinung. Oh, du riechst es ein Haar, oh, du riechst es ein Haar. Zähle mir nur meine Meinung. Du weißt genau, was will man machst, wenn du aus dem Audi-Fenster lachst. Dann wär ich ähnlich wie du da, würd ich mit Tesla offen lassen. Hätt ich können wie du, wär ich immer noch cool, auch wenn du es mir nicht glauben willst. Und ich wär immer noch bei dir, einfach mit Haus am Meer. Es kommt nicht drauf an, was du hast. Oh, du riechst es ein Hafenkrell. Wenn ich das Lotto gewonnen habe, gehe ich die Sachen anders an. Man sollte ja zeigen, was man hat. Check meine Rolex, die ist fett. Wär ich ein Penner wie du, wär ich immer noch cool. Aber der Champagne schmeckt so gut. Und ich wär immer noch bei dir, bin einfach grad am Meer, weil es der Heimer regnet. Oh, du riechst es ein Hafenkrell. Erzähl ich immer nur meine Meinung. Man sieht ja, dass ich durch Sachen herumdrücke und das sieht aus, als wäre ich sehr beschäftigt, was nicht stimmt. Ich drücke einen Knopf und dann kommt das Lied. Ich bin Profimusiker, habe ich noch untermalen. Das nächste Lied, das sicher extra jetzt drankommt, ist der Toti. Ist aus der Serie von Schweizer
Pop-Lieder, wo ich das Gefühl habe, ich kann sie machen, ähnlich gut wie die anderen. Es geht um einen Toten, der einsam ist und er ist traurig, weil niemand besucht auf seinem Grab. Sarah hat sich scheiden lassen von einem Jahr, am Nuren, wo ich dumm hatte. Dann hat mich wieder Wunder genommen, ob ich immer noch das Sturmwert hast. Ich weiss, wir meinen es nicht böse. Ich bin halt der Geist und ein bisschen nervös. Wir haben halt keine Zeit für mein Grab, hey. Bin einfach traurig, wenn ich euch in der Stadt sehe. Weil ihr lebt alle noch, aber kommt nie vorbei. Das ist ein einsames Grab, wo du auf ewig muss sein. Das bisschen nur mit einer Kuh, einmal Hallo sagen und eine Blume liegen los. So eine Kerze haben wir sicher auch noch recht, aber so wie es aussieht, habe ich immer nur mit Pech. Ich weiss, ihr meint es nicht böse. Einfach traurig, wenn ich euch in der Stadt sehe. Weil ihr lebt alle noch, aber kommt nie vorbei. Es ist ein einsames Grab, und ich brauch ewig zu sein. Wer ist die neue Nebenan? Ich muss mal schauen, wer das Arte da bedarf. Irgendwie kommen mir noch alle da bekannt vor. Schwarze Kleid, gute Grab, meine Antwort. Du bist jetzt ein Geist und auch sicher nervös. Aber komm bitte nicht über zum Grab, du, weil du noch einen Platz für eine Blume beratst. Weil sie leben alle noch, aber kommen nie zu mir. Es ist ein einsames Grab, und ich da allein sein. Vielleicht sollte ich noch erklären, dass ich normalerweise sehr hässliche Musik mache. Popmusik ist nicht so mein Metier. Drum. Ja? Ist okay. Da mal etwas Elektronisches. Used to the wasted days, you hope you had enough. What the fuck should I start? You saw them going out anyway. Is that okay for you? Is that okay for you? What the fuck should I start? You saw them going out anyway. Is that okay for you? I bought two finger triggers, fingers for the bitter rock, where the soda side falls bigger, enjoys the tight and tight.
lives, I hope you had enough. Ich habe aus Unterhaltungsgründen ein paar Mashups vorbereitet. Mashups sind mehrere Lieder aufeinander. Das ist in der Regel etwa so 16 Sekunden amüsant, darum habe ich sie kurz gehalten. Es hat eine Band gehabt, die hat Corona geheißen. Das heißt, der Mashup heißt Don't Stop Corona. Und ihr merkt auch, dass man das dann begriffen hat und es langt. Jetzt gehen wir gerade zum nächsten. Set me on fire.
me on fire. Look another way and stare to the flames. Cause as long as I burn, I keep us warm. Danke vielmals. Bevor ich mich verabschiede, mache ich noch eine kleine Mashup drin. Das ist M83 heißt die und Riri. Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.